So, heute mal anders, Dennis, ne? Heute haben wir den Selfie-Stick, weil unser Stativ leider den Geist aufgegeben hat. Ich bin gespannt, wie das im Morgen regelt. Da muss ich mir was einfallen lassen, aber das werden wir hinbekommen. Aber dafür haben wir eine ganz interessante Kulisse, wenn man das mal so genau sehen kann. Und zwar haben wir das ganze Hotel im Hintergrund. Hat was, ne? Das hat was, ja. Euer Hotel ist auf jeden Fall mit Sicherheit nicht das Schlechteste. Du konntest es heute ein wenig länger begutachten. Du warst heute Nachmittag nicht beim Training. Irgendwas Schlimmes? Ich habe mit dem Knie ein bisschen Probleme, aber es war eine Vorsichtsmaßnahme, dass ich das Training heute ausgelassen habe. Ich habe ja auch gehört, die haben viel Torschuss gemacht, das kann ich ja sowieso überragend. Ich habe ja schon sehr viele Tore gemacht, deswegen... Deswegen auch keine Quote 1 zu 21, sondern nur 1 zu 20. Ja, nee, Spaß beiseite. Also war dann im Kraftraum, habe da gearbeitet und mit einem Physiotherapeuten habe ich dann noch gearbeitet. Und ja, morgen steige ich dann wieder voll ein. Sehr schön. Dann hast du gar nicht mitbekommen, was heute so auf dem Platz los war. Also das mit dem Trainer, das wirst du mitbekommen haben. Der hat seinen Vertrag verlängert. Was sagst du dazu? Ist das eine gute Entscheidung auch für die Mannschaft? Ja, na klar, darüber freuen wir uns alle, weil seitdem Bruno Labbadia hier ist und das ganze Trainerteam hat sich hier enorm was getan. Und natürlich haben wir uns alle darüber gefreut, dass er jetzt länger hier bleibt. Sehr schön. Dann, du hast auch nicht mitbekommen wahrscheinlich, dass Pierre-Michel Lasogga sich kurzzeitig verletzt hatte. Alle hatten große Befürchtungen, dass da wieder was mit der Schulter ist. Das war wieder die rechte Schulter, die schon mal zweimal schon ausgekühlt war. Hast du das schon irgendwie gehört? Ja, ich habe schon was gehört, aber es scheint wieder alles gut zu sein. Also ja. Wäre, glaube ich, auch ein Ausfall, der euch ganz, ganz hart treffen würde. Gerade ganz vorne in der zentralen Spitze, da ist das Angebot nicht übermäßig groß bei euch im Moment, oder? Wir haben ja ein paar Stürmer im Aufgebot. Ja? Wen würdest du danach noch sehen? Also... Ja, wir haben alles gute Stürmer, also das muss der Trainer entscheiden, dann, wen er dann aufstellen würde, aber so wie ich gehört habe, geht es ja Pierre wieder ganz gut. Also. Ja, also es gab Entwarnung, er selbst sagte, das war nur ein kurzer Schreck, tat ein bisschen weh, vorsichtshalber geschont. Was hast du denn den Tag über gemacht? Du wurdest gepflegt, hier im Hotel? Also heute Morgen war ich ja noch beim Training und dann tagsüber dann noch Mittag gegessen und dann wurde ich gepflegt und behandelt und habe im Kraftraum länger gearbeitet, bisschen gepumpt sozusagen. Also stimmt das gar nicht, was Matthias Ostschollig mir auf dem Weg hierher gesagt hat. Der meint ja nämlich, dass du hier irgendwie, du wirst ein bisschen gestreichelt und alles ist gut und guckst ein bisschen Fernsehen, machst es dir gemütlich. Das war klar, dass das Matze wieder sagen. Ja, das war mir klar, ja. Ich spreche ihn gleich mal drauf an. Ja, mach das. Oder lass es auch. Vielleicht war es ja geheim, ich weiß es gar nicht. Weil man vertraut Journalisten ja gerne mal Geheimnisse an, ne? Ah, so ist das? Ich glaube nicht. Okay, dann weiß ich Bescheid. Bei mir sind sie gut aufgehoben, wie du merkst. Nein, aber trotz allem nochmal, die Entscheidung, Bruno Labbadia als Trainer hier in Hamburg beizubehalten, ist, glaube ich, für die Mannschaft auch ein gutes Zeichen. Hattest du mit irgendwas anderem überhaupt noch gerechnet? Überrascht dich daran noch irgendwas? Ja, man hat ja jetzt schon längere Zeit gehört, dass es wahrscheinlich so kommen wird. Und es hat sich dann noch ein bisschen in die Länge gezogen. Aber natürlich freuen wir uns jetzt, dass es jetzt geklappt hat. Ne? Ein Jahr. Der Trainer selbst hat gesagt, er wollte auch nur ein Jahr, das ist für ihn in Ordnung. Ist auch nicht wirklich üblich in der heutigen Zeit. Also viele lassen sich langfristige Verträge geben, damit sie dann gegebenenfalls auch nochmal eine Abfindung kassieren können. Soll es beim HSV auch schon gegeben haben, habe ich mir sagen lassen. Wie empfindest du das, dass der Trainer von sich aus sagt, nur ein Jahr? Ich glaube, Bruno Labbadia ist so ein guter Trainer und... Also ich will jetzt nicht sagen, wenn es hier nicht klappen würde, aber es klappt hier und deswegen werden wir langfristig mit ihm weiterarbeiten. Aber sonst würde er auch immer überall woanders was kriegen. Ne? Aber wie gesagt, also wir sind uns, glaube ich, alle sicher, dass es genau der richtige Trainer für den HSV ist und dass wir noch langfristig mit ihm hier arbeiten werden. Es ist ja auch ein Commitment für den Verein. Also er vertraut dem Verein sehr viel an und vor allem natürlich auch mit diesem einen Jahr. Begibt er sich in die Hand des HSV? Er hätte natürlich auch deutlich mehr fordern können, weil er in einer Position ist, die ziemlich stark ist. Er hat den Verein gerettet. Peter Knebel sagte heute, er hat den Verein maßgeblich gerettet. Spricht für Bruno Labbadia als Typ auch, oder? Ja, na klar, wie du es gerade alles gesagt hast, so sehe ich das auch. Ne? Ja. Sehr schön, dann sind wir uns ja mal wieder einig. Und ja, sind wir uns auch mal wieder einig, dass du dringend ins Bett musst, damit du dich ein bisschen ausruhst von dem anstrengenden Nachmittag heute. Dann bin ich mal gespannt, wie du das morgen regelst da mit deinem Stativ. Ne? Ob wir ja. Da müssen wir wieder schön, filmen, aber es ist schön, ja gut. Ja, wobei, warte mal. Ja, passt. Oha, ja, das bist du ja jetzt, ne? Geheim, das ist fiese Geschichte von dir. Nein, aber vielen Dank, Dennis, dass du mal wieder zur Verfügung standest und ich hoffe, dass ich dich morgen auf dem Platz wiedersehe. Bist du beim Spiel dabei? Ich gehe davon aus. Von Anfang an? Das weiß ich nicht, das gucken wir morgen. Alles klar, ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall, gute Nacht und euch auch einen guten Tag. Machen wir. Wollen wir winken? Ich kann nicht winken, ich habe keine Hand frei. Das ist nett von dir. Sieht man das dann vielleicht nicht, sonst wie du das immer machst. Guck mal, und tschüss.